Herzlich willkommen zu nur noch ein Klick. Klick weiter. Klick weiter jetzt. Klick auf weiter. Mal Ich gucken, ob will dem auch Jojo wieder das gefällt, wenn ich mitspielen. in seiner Nähe eine Stadt gründe. Da werden wir Ach, schnell hallo mal Argos. sich ein paar Felder sichern. Das sind sie selber nicht. Ja, die Stadt ist schon von uns gebaut. Trotzdem, wollen wir schon was absichern, bevor sich der Jojo das klaut. Ich will einfach nur das Land beherrschen. Ob es sinnvoll ist oder nicht. Produktion wählen. Da habe ich eine super Verteidigung gegen den Jove, nämlich einen Krieger. Okay. Den ich jetzt rausziehe, um einen Speer zu töten. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich noch um seine Probleme kümmern. Ich sehe schon kommen hier. Na komm, jetzt mach endlich hier die gegnerische. Kann ich da keinen Zug mehr machen oder was? Komm, angreifen hier, zack. Geht nicht mehr. Haben sie schon all die Züge gemacht? Kann ich da aufs Wasser angreifen? Ist ja witzig. Also das Katapult, das gewassert ist und direkt an meiner Stadt ist, kann ich angreifen mit einem Krieger. Okay. Na gut, nächste Runde. Okay, Mitch. Das klingt so, Jetzt. du wolltest das wissen. Ja, so sehe ich das auch. Oh Mann. Ich sehe mal gerade 1, 2, 3. Nee, ich komme nicht zum Reisfeld. Bringt nichts, die Stadt kann es behalten. Was ist für ein Arsch? Was hast du eigentlich für eine Religion? Du hast die Religion religiöse Siedlung. Was willst du eigentlich? Warte, ich hab dich schon gefunden. Links bei dem Kaffee von Argos. Links von Argos ist ein Kaffeegut. Da habe ich dich schon gefunden. Ist ja lang, lang her, du. Ja, du darfst gerne die Barbaren angreifen. Dankeschön. Komm, ich will hier oben kämpfen. Na, siehst du, er ist weg. So, jetzt ist mir egal. Ich will keine Upgrades machen. Ich will jetzt nur noch diese Garnisonsstärke da wegkriegen. Kann ich darüber schießen? Naja, kann ich nicht. Ich werde sowieso lieber den Hoplit hier hochbringen, falls der eine das nicht überleben sollte. Und du heizt dich mal. Mal angreifen. Kann der noch einen Zug machen? Ja, kann er. Das heißt, ich werde mal versuchen, in diesem Zug noch die Stadt einzunehmen. Ja, mal schauen, ne? Ahahaha. Und damit ist mein Reich gewachsen. Um einen Hauptstadt. Juhu! Was hat die Stadt denn? Kann ich schon reingucken? Es wird nichts produziert. Stadt behalten? Fragezeichen. Stadt behalten, jo. Bevölkerung 4, vorhanden Bezirke 1. Man kann sie direkt vernichten oder behalten. Ist das jetzt meine? Okay, das heißt, man kann direkt weitermachen. Man muss Das gar wäre richtig nicht cool. Gerichtsgebäude und nichts machen. Das wäre mal interessant. Oh, so bin ich mal gewachsen. Cool. Sehr, sehr cool. Und ihr könnt alle mal heilen. Das nutzen wir jetzt mal, um hochzuheilen. Nehmen wir noch die Stadt daneben ein. Wäre vielleicht gar nicht so übel. Aber erstmal kann man gucken. Und ich habe ja einen Bauarbeiter. Du wirst mal Okay. was machen? Schade. Reparieren hier oben. Ja, du gehst erstmal hoch reparieren, obwohl es 8 Runden dauert. Ja, doch, machen wir. Ist mir egal. Ah, ist das cool. Das ist echt gut. Und das mit der Garnisonsstärke finde ich auch sehr gut. Dass, wenn eine Einheit drin ist, dass es da quasi zusätzlich noch
Boni gibt. Und man greift die erst an, wenn quasi die Stadtmauern oder die Stadt zerstört ist, weißt du? Dann kommt nochmal so eine Ja. letzte Instanz. Und selbst wenn da keine Einheit drin ist, dann gibt es trotzdem noch eine Garnisonsstärke. Okay, das ist cool. Ach, immer dieses Warten auf Mitch. Warten auf Sonntag, Freitag. Das kennen ein paar Leute. Glaube ich. Du wirst das nicht überleben, wenn ich dich nicht befördere. Ich würde ja jetzt gerne upgraden, aber ich habe immer noch meine Krieger und noch kein Eisen. Auch jetzt nicht durch die neue Stadt. Naja. Schade, schade. Kannst ja schon mal dahin gehen, um zu beobachten, falls wir von Seoul noch angegriffen werden. Hat er denn immer noch die Macht auf die? Obwohl er seine Hauptstadt verloren hat? Das ist natürlich auch noch mal interessant Ja, auszufinden. das ist eine gute Frage. Aber ich gehe davon Ja, aus, ja, hat er weil er ja noch. keine Gesandten verliert. Und ich habe noch einen Gesandten über. Na, hoppala. Wo habe ich das denn vergessen? Na, hoppala, sagt er. Na, hoppala. Das klingt leicht vergesslich. So, Mitch, Männlich ich wolltest du sage mal sagen? eins. Männlich? Meine Belagerungstaktiken sind gleich zu fertig. Griechenland hat Zion erobert. Okay. Strategie erfordert Nachdenken. Taktik Pikeniere. erfordert Beobachtung. Das Upgrade von den Hobbits. Von den Hobbits? Hoplitz. Ja, weiß ich doch. Wollte ja nur gesagt haben. Kein Malus auf Kampfstärke oder Fortbewegung bei Angriff von Meer oder Fluss. Das ist besser als Klippen. Mann, da habe ich schon Krieger auf Level 3 und der bringt irgendwie gar nichts mehr nachher. Das ist herrlich. Nee, weil du ihn nicht aufwerten kannst. Ja, das ist echt doof. Das machen wir mal. Huch, falsche Taste gedrückt. Gerade mein Steam-Interface geöffnet. Das ist aber peinlich. Ist da noch ein Wissenschaftler? Besitze ich den noch? Das wäre ein bisschen merkwürdig. Den noch nicht Ja, oder mal aktiviert. schauen. Das wäre jetzt ja zu geil. Ach, da ist er. Du gehst in die Stadt und da gleich rüber. Und was war das jetzt für ein Boni? Wow. Warte mal, ist da ein Berg in der Nähe? Verdammt, Berg sind ja. Ne, bringt mir gar nichts. Warte mal. Oh, ja, das ist. Okay. Ja, Hast du das eine wird natürlich Handelsstrecke ewig mit mir dauern. aufgerufen? Hast du eine Handelsverbindung mit mir gemacht oder was? Nee. Das dauert, die Stadt hochzuziehen. Nun gut. Mein Handwerker. Oh, dann habe ich noch einen Siedler übernommen. War noch in der Stadt. Na, sowas aber auch. Was möchte denn England, um Birmingham abzugeben? Was möchte England wofür? Um Birmingham abzugeben, deren Hauptstadt. Deswegen haben sie, glaube ich, auch Krieg gegen Laventa geführt. Die haben nämlich keine weiteren Städte. Das war's. Die haben nur Birmingham und Laventa. Und Laventa. Eine gute Marine ist keine Anstiftung zum So. Krieg. Auch nicht schlecht mit meinem Schiff da hinten. Bisschen Barbarenkämpfe und bisschen Kulturfarm, weil ich kriege ja Ach, Kultur durch Mitch Segel. ist also barbarisch. Hat er gerade gesagt, oder nicht? Naja. Ja. Ja.
Also vielleicht. Ja. Ja. Können wir jetzt, ja? Alfred Biolek oder was? Du magst mich nicht. Steht bei mir. Machst du jetzt einen Alfred Biolek oder was? Der war doch auch immer so. Aber ja. Nein, mach ich nicht. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Das weißt du nicht? Doch, natürlich weiß ich, wer Alfred Biolek ist. Ist das nicht der Schreiber von Alfred Jodokus Quack? Ja, genau. Das ist so, kurz davor. Ganz kurz knappe davor. Kiste. Ja, das war dann doch ein anderer, der das gemacht hat. Okay. Wohin wollen wir denn forschen? Oh. Gott, ey. Das sieht interessant aus. Großer Künstler. Bananenrepublik? Nee, Handelsbibliothek-Republik. Da. Das machen wir mal. Ein bisschen Kriegsführung. Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Was, Kriegsführung? Jo. Mensch. Das ist nicht gut. Ja, mehr Freude. Ein paar Freudenhäuser brauche ich in meine neue Stadt, damit sie glücklicher sind. Und dann mach das. In Argos, ja? In der Neustadt. Dann freuen sich ja meine Soldaten, wenn sie in Argos einfallen, wenn du schon die Freudenhäuser für mich gebaut hast. Das wollen wir ja mal sehen. Der Jove bewegt seine Armee. Aber dann wirst du dich vor den anderen, vor den Stadtstaaten blamieren. Du musst mich schon denunzieren und mir einen Kriegsgrund liefern. Beweg den hier nochmal rüber. Du kannst ja nicht einfach sagen, hier, ich marschiere mal rein. Dann kriegst du richtig einen Abzug. Mal los. Ach, findest du? Ich bereite mich mal lieber noch vor. Nein. Mitch, ich bin Glaubenskrieger. Ja, das bedeutet auch gerade, dass du deshalb gar keinen Krieg führst. Mhm. Nein, das nicht. Aber Glaubenskriege. Und Glaubenskriege bringen dir nicht viel. Dann. Die sind so teuer, die blöden Bogenschützen. Also Bogenschützen zu Armbrustschützen ausbauen, das ist verdammt teuer. Kann ich mir nicht leisten. Hallo, was ist denn mit meiner... Achso, alles gut. Einheit benötigt Befehle. Ich glaube, die nächste Stadt sollte ich auch ganz gut einnehmen können. Okay, welche denn? Aachen? Yeah, Dong. Oder... Ach, Yeah, Dong. Yeah, Dong. Oh, den kann ich ja nochmal upgraden. Sehr schön, größere Reichweite. Und ein Handelskahn fährt nach Xi'an. Da brauche ich noch eine Verbindung. Ja, ich muss auch noch eine Verbindung mit Themen herstellen. Bin aber gerade dran. Themen bekommt jetzt auch eine Verbindung. Über Rohrkette. Du wirst dich ausruhen. Das ist eigentlich nur mein Schiff. Das kann mal wieder auf automatische Erkundung. Das ist eigentlich sehr cool. Da oben ist noch ein Barbar. Das interessiert mich gerade nicht, weil der ist nicht in meiner Nähe. Und du gehst nochmal weiter nach unten. Schon mal dahin. Verschanzen. Weiter nach rechts. So, du könntest dich eigentlich mit den Siedlern zusammentun. Och, riskieren wir es mal. Ich habe noch weitere Siedler. Sag mal, wie viele Städte hast du? Ich habe einen Siedler bekommen. Der war noch in der Stadt bei Xi'an, habe ich übernommen. Ah, der wollte gerade eine neue Stadt gründen. Ja, sagst du. Ich werde gleich mal das Segeln erforschen. Sehr ja wahnsinnig, diese so unglaublichen hart, Fortschritte. Das ist richtig hart. Ja, das ist einfach nur heftig. Dafür habe ich gleich die Belagerungstaktiken fertig. Hey.
Ja, Bomben, ne? Kannst du die auch schon bauen? Nee. Nicht? Oh. Dann muss ich die ja wohl bauen. Tja, musst du wohl machen. Und dann frage ich England gleich, ob wir einen Krieg machen, wenn wir zusammen gehen. Denn England und ich sind dicke Junge. Ja, genau. Das sind wir wirklich. Ach so, habt ihr eine Freundschaftserklärung miteinander Ja, wir sind geschlossen? dicke. Ein unbekannter Spieler wurde besiegt. Ne, das war ich jetzt nicht. Das war wahrscheinlich Lavender. Was haben wir hier? Warten auf Mitch. Ihr seid einer anderen Zivilisation begegnet. Chinesisches Kaiserreich. Hallo. Karton wird auch gleich ausgelöscht. Wollte gerade sagen, Queen Chihuangi hat mich nämlich gerade angeschrieben. Warum erscheint ihr vor dem Kurs? Wow, was für die Katapulte! Für eine Zerstörungskraft haben. Ja, Katapulte haben eine ziemliche Zerstörungskraft. Das habe ich auch schon rausgefunden. Wie verbinde ich die denn? Das heißt, ich kann jetzt schon einmarschieren und habe noch eine Stadt. So langsam wird es, glaube ich, gruselig für den Jove. Ich würde sie eigentlich nicht behalten, aber da sie direkt an der Front mit Jove ist, behalte ich sie. Was Argos oder was? Jo. Nee, ja, Dong. Dong. Ding Um Dong. chicke dong dong. Um chicke 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 dong. Um chicke Was, ich chicke werde chicke den dong mal dong. auflösen. Da gibt es ein bisschen mehr Kohle. Oh, das gab richtig Kohle. Habe ich das gerade richtig gesehen? Honey, wenn man Siedler auflöst? Das kann gut sein. Den ich nicht selber gebaut, beziehungsweise. Das ist ja Produziert cool, habe. produziert habe. Soll ich gleich weitermarschieren zum Jove? Läuft doch gerade so gut. Versuch's doch. Kannst du wirklich versuchen. Ich glaube nicht, dass das. Also ich Sehr habe gut dich ausgeht für denunziert, dich, aber ja, das du. glaube ich auch. Für dich meinte ich, für dich. Ich habe das schon denunziert und so weiter. Obwohl, du hättest ja eine Möglichkeit, in 800 Runden in Nashing zu sein. Wenn du Mount Everest einnimmst, ein Schiff baust und dann über das Packeis gehst und dann zu mir, dann hast du eine Chance, in Nashing zu sein. Ich habe jetzt eine Einheit auf Level 4, zusätzliche Angriffe ein dazu. Ich habe gleich ein Lager. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, wir müssen gleich schon wieder aufhören. Ja, noch ein bisschen. Nein, ich brauche einen Kaffee oder sowas. Ich muss mich beruhigen. Weißt du, ich muss mal raus oder so. Ja. Austreten, also den Mitch, das Licht austreten. Genau, ja. So. Oh, ich muss aber den Krieg gegen Mitch führen, Mann. Das dauert ja ewig seine Runden. Ich muss, glaube ich, seine Ja, mach doch mal. Städteeinheiten ein bisschen reduzieren. Ich kann doch nicht! Wenn ich das könnte, hätte ich es schon getan. So. Es gibt Ich keine lautet leichte ja Art, Dong einen erobert. Praktikanten. Gilden haben aus Fortschritte gemacht. Das ist immer gut. Ich glaube, Mitch, England findet das nicht so toll, was du da abziehst. Nee. Nein, zumindest bewegen sie sich in deine Richtung. Oh ja, das ist okay. Solange es bei mir noch läuft. Erstmal alle Einheiten hochheilen hier. Nö, du gehst mal wieder zurück. Ich habe ja noch eine Stadt über von den. Oder? Wie viel steht da noch? Oh, jetzt will er auf einmal doch Frieden schließen. Wer will jetzt Frieden schließen? Der Chinese. Ach, jetzt will er ja. Der hat nur noch die Stadt. Nö, ich will Ja, keinen das Frieden weiß ich. schließen. Ich wollte nur mal gucken, weil sonst kannst du ja mal nachgucken, ob er noch irgendwo eine Stadt hat, weißt du?
die man dann einfordern kann, zum Beispiel. Oh, Metallguss hat große Fortschritte gemacht. Ja, das will er wieder echt protzen mit seiner Technologie. Ich immer noch mit meinen Kriegern. Oh Mann. Okay, die Japaner wollen unbedingt mit mir Frieden schließen. Also wollen unbedingt mit mir gut stellen. Die kann ich schon mal nach unten bewegen. Mich eh nicht weiter. Ja. Bisschen Hopliten können da bleiben, beziehungsweise der heilt hoch. So. Zurück zu uns beiden. Es gab da ein Problem. Wird er sterben? Oh, wahrscheinlich schon. Dann machen wir nochmal eine Selbstmordaktion und beenden das Schiff hier oben. Oh, egal, spare ich ein bisschen Gold. Ich brauche jetzt ein bisschen Gold bei den ganzen Einheiten, die ich habe. Bei meiner Riesenarmee. England hat eine neue Religion gegründet. Bis ich nämlich irgendwann anfange, den Jove zu überrollen. Da hat er nämlich schon richtig große Angst wahrscheinlich. Gibt er nur nicht zu. Ja, aber sowas von. Klar. Ja, wer weiß. Ein passiver Effekt? Er hat keinen passenden Effekt. Okay. Er hat nur einen aktiven Effekt. Militär, Militär, Militär. Sehr schön. So, das hast du getan. Dann gehst du bitte mal darüber. So, jetzt mal unsere Einheiten bewegen. Du bleibst da. Ich weiß nicht, dass der Jove mich auf einmal überraschen will. Oh. Wenn ich meine Einheiten alle Richtung Süden ziehe. China-Missionar. Was will denn der blöde Missionar hier? Verschwinde, Junge. Mitch zieht also seine ganzen Einheiten Richtung Süden. Und viel Spaß dabei, durch die Wüste zu ziehen und dich nur auf einem Feld kämpfen zu lassen. Ich weiß ja gar nicht, was ich vorhabe. Ja, aber du kannst da nicht mit den Schiffen lang. Also wenn du mich angreifen möchtest, kannst du da mit den Schiffen nicht lang. Und es ist nur ein Feldbreite und da steht ein Fort von mir. Also wirst du da nur relativ schwierig langkommen. Okay, ich mach's nur aus. Wenn du denkst, dass das mein Plan ist, dann wird das mein Plan wohl sein. Mhm. Ich nehme mich aus, deswegen sehe ich auch einen Krieger von dir. Also, ja. Ich denke, dass das dein Plan ist. Deswegen sehe ich einen Krieger von dir. So, Produktion gehen. Ja. Nächste Runde. Ja. Die Zuschauer sehen ja, was ich vorhab. Zumindest. Ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Okay. Na denn, muss ich, da kann ich es ja sagen. Victoria hat euch eine Warnung geschickt. Schon wieder. Dann wollen wir uns mal angucken, was will sie jetzt. Ihr begebt euch angesichts England und seiner loyalen Kolonien in gefährliche Wässer. Vicky, was willst du denn für mir? Auf Wiedersehen. Tschüss. Was? Ne? Ja, Vicky, weißt du, wir sind schon so dicke, deshalb. Achso, ich dachte jetzt Vicky und die wilden Kerle. Vicky, ja. Ne, das wäre was anderes. Okay. Okay. Aber Vicky nutzt mein Straßennetzwerk. Das ist ja auch, ne? Schweinerei. Ja, finde ich auch. Hey, hey, Vicky, die Wikinger. Sie treibt das Segel an. Ja, ich weiß, ich kann sehr gut singen. Traumhaft ist das. Ja, traumhaft.
Oh, was haben wir da denn? Palisaden. Nein, die heißen Hoplite. Die heißen Hoplite. Jessie hat eine Vereinbarung gefordert. Für 30 Runden. Achso. Lange. Schon vor 30 Runden gefordert. Bevor ich mit den Pyramiden angefangen habe. Okay, habe ich jetzt erst gesehen. Na gut. Was soll's? Mitch kriegt mal wieder alles ganz schnell mit. Mitch hat abgelegt. Er ist wieder der Schnellste. Ja. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Also, haut rein, ihr Lieben. Tschüss.